So, und ein herzliches Hallo, willkommen zurück bei The Witcher 3. Wir sind unterwegs, und zwar nach Nilfgaarder, um dort nach unserer Freundin zu fragen, ob die denn hier irgendwo in der Gegend ist. Stopp. Langsamer. Ich glaube, hier sollte ich zu Fuß gehen. Und die Waffe wegstecken. So, guten Tag. So, bin ich mal gespannt, wie es da aussieht in der Stadt. Sege in Avian. Gesundheit. Sprich mit dem Kommandanten. Check. So. Militärlager. Kein Zutritt ohne ausdrückliche Erlaubnis des Garnisonskommandanten. Sehe ich wie ein Anwohner aus? Du siehst nach Problemen aus. Ganz falsch. Ich löse Probleme. Ich bin ein Hexer. Ein Hexer? Hauptmann Peter Sarg Winlewe ist im Turm. Hinterm Tor rechts abbiegen. Ich schätze, euer Hauptmann hat Arbeit für mich? Das hier ist die Armee, Nordling. Da gibt es nichts zu schätzen. Zum Turm! Warte. Erst noch eine Pflanze. Dann kann ich zum Turm. Was labern die? Nein. Ebstrede. Marsan deren Karbat. Es diese Firin. Laut Esse Ulfedan an Moeras. Schon von der Freiheit-Brigade gehört? Deinesgleichen hat dort gedient. Anderlinge. Anderlinge? So. Oh. Wir müssen ein Teil eurer Ernte requirieren. Ja, Exzellenz. Ich weiß, dass in euren Speichern nicht mehr viel übrig ist. Aber Handwerker. Nur Menschen und müssen essen. Handwerker können dir verschiedene Gegenstände anfertigen. Gegen einen Obolus, versteht sich. Waffenschmiede, Schmiedenwaffen ist klar. Rüstungsschmiede, stellen Rüstung her. Auch nicht verwunderlich. Wenn du ein Handwerksschema findest, bring es zu einem Handwerker der richtigen Sorte und Fähigkeitsstufe, damit er einen Gegenstand für dich anfertigt. Klingt ja leicht. Hallo. Losung? Keine Ahnung. Dann gehst du wohl spazieren, was? Und zählst die Schwerter des Kaisers vorm Einschlafen. In der Armee gibt's einen Ort für Schnüffler. Das Schafott. Und für dickköpfige Quartiermeister gibt's da auch einen Ort. Im Scherzen bist du gut. Und im Feilschen? Kannst du das auch? Klar. Zeig mir deine Waren. So, was haben wir denn? Das sind alles, jo, lass mal sehen. Der macht schon mal plus 6 Schaden. Das macht schon mal plus 12 Schaden. Aber bauen wir erstmal ein Feuerhaken. Ist eine Sekundärwaffe. Also die sind ja alle gar nicht so verkehrt, ne? Was kann ich denn verkaufen? Unverkäuflich. Ach, das hier ist das Einzige, was ich verkaufen kann. Ein reines Silber. Was Plunder ist. Kann für ordentliche Summe an Händler verkauft werden, in Handwerkzutaten zerlegt werden. Okay. Was haben wir hier so? Nichts. Nicht viel, nicht. Und dieses komische Ding. Warte mal, das müssen wir sowieso erstmal. Tschüss. Bis dann. Switchen müssen wir das ja auch mal. Denn Inventar. Genau, das kann man dann irgendwann verkaufen. Aber jetzt haben wir schon mal ein besseres Schwert. Gut so, na dann, auf zum Hauptmännchen. Wie viel Korn gibt euer Dorf? Was immer die Exzellenz wünscht. Sieh meine Hände an. Guck hin. Siehst du die Schwielen? Das sind nicht die Hände einer Exzellenz, sondern die eines Bauern. Also reden wir von Bauer zu Bauer. Wie viel könnt ihr geben?
40 Scheffel. Es wäre mehr, Herr. Aber die unseren, ich meine, die Temeria haben uns ausgenommen und... Ihr gebt 30 und das reicht. Einigen wir uns darauf. Und ich will den Transport bald sehen. Danke, Herr. Danke vielmals. Und? Ich habe nur den Dorfältesten und den Schmied Willis bestellt. Und der ist angeblich ein Zwerg. Der bist du nicht. Dafür bist du zu groß. Tja. Willst du von ihm auch etwas beschlagnahmen? Wenn nötig, ja, natürlich. Es herrscht Krieg, falls dir das entgangen ist. Wer bist du? Rede. Geralt von Riva, Hexer. Ah, Wattgern. Deswegen habe ich deine Schritte nicht gehört. Und was suchst du? Yennefer von Wengerberg. Wohin wollte sie? Das ist Militärgeheimnis. Du hast mich noch nicht rausgeworfen. Du hast die Wache nicht gerufen. Also sag es. Was ist dein Angebot? Wir haben einen Greifen in der Gegend. Erschlag ihn. Dann werde ich sehen, was ich tun kann. Was kümmert dich der Greif? Mich kümmern die Leute. Die Bestie hat schon 10 umgebracht. Auch einige meiner Männer. Ich müsste die ganze Garnison mobilisieren, um die Wälder zu durchkämmen und sie zur Strecke zu bringen. Das ist unmöglich. Zu viel Aufwand? Nein, zu hohes Risiko. Ich kann meine Truppen nicht auseinanderziehen. Die temerische Armee mögen wir besiegt haben, aber die Bevölkerung ist noch da. Die könnte zu den Waffen greifen. Also kann ich wegen des Monsters entweder Däumchen drehen oder einen Experten beauftragen. Dann bin ich also der Experte. Na denn. Abgemacht. Ein paar Fragen vorweg. Weißt du, wo der Greif sein Lager hat? Zuerst hielt er sich beim Fuchswald auf. Ich habe eine Patrouille hingeschickt. 5 junge Männer. 2 Tage später hat sie einen Jäger gefunden. Ich habe sie nur an unserer Rüstung erkannt. Seitdem ist der Greif dreist geworden. Greift in Dörfern an, auf Feldern, auf der Hauptstraße. Das heißt, er hat sein Lager verlassen. Ich muss ihm eine Falle stellen. Du klingst, als wäre das nicht einfach. Was brauchst du? Bestimmtes Kraut und Information. Ich brauche beides. Ich brauche einen Köder, ein bestimmtes Kraut. Kreuzdorn. Kreuzdorn? Das kenne ich nicht. Aber ich kann die Gemeinsprache noch nicht gut. Aber die Grundlagen hast du bestimmt drauf. Hände hoch. Tötet sie. Nein, ich habe mit Sprichwörtern angefangen. Spiel nicht mit dem Feuer zum Beispiel. Geh zu Tumira, der Kräuterfrau. Sie wohnt bei der Kreuzung. Sie wird dir weiterhelfen. Gut, dann brauche ich noch mehr Infos. Ich brauche mehr Informationen über den Greif. Welches Geschlecht er hat, warum er sein Lager verlassen hat. Willst du mit Zeugen reden? Die würden mir nicht sagen, was ich nicht schon weiß. Ich muss hin, wo deine Männer gestorben sind und mich umsehen. Wie heißt der Jäger, der sie gefunden hat? Mislav. Er hat eine Hütte südlich des Dorfs, direkt am Wald, sehr hilfsbereit, aber auch ein bisschen seltsam. Gut, na dann, haust du rein. Tumira und Mislav. Danke. Esoond Jagten. Gesundheit. Wenn du deine aktuelle Quest aus mehr als einem Ziel besteht, kannst du R drücken, um ein anderes Ziel zu verfolgen. Wäre, glaube ich, ein bisschen gefährlich, wenn ich hier jetzt mit Feuer hantiere. Was hat er denn hier so? Kann man hören, wenn die da... Okay. Das wird bestimmt für die ein oder andere Schleichmission noch wichtig sein. Oh ja, sehr aufmerksam. Schade, dass man den nicht einfach umschuppen kann. Also, schubsen, zu Deutsch. Es bewährt. Kopelär ist Ciri des Marf. Ciri? Stylin Cian?
Nesteng Afaik Al Evelien Nordling Badasko Tuvianesan. Ja, ja, lass sie reden. Es war die Sette. Huch. So, ich muss zu. Ja, ja, ja. Plätze suche ich. Schnellreisen. Wegweiser ermöglichen dir direkt von Ort zum anderen zu reisen. Näher ich dem Wegweiser und drücke A. Das ist so ein Wegweiser. Schnellreisen, Reiseziele. Wähle mit dem linken Stick dein Reiseziel auf der Karte aus und drücke dann A zum Reisen. Okay. Da müssen wir jetzt erstmal gucken. Da ist unser Dings. Dann heißt das, wir könnten ins verlassene Dorf und dann nach Norden. Oder wir könnten gleich daher. Ich weiß nicht. Soll ich das Wasser schöpfen oder nicht? Wir müssen unsere Sekunden. Plätze! Da ist Plätze. Was ihr sagt, er würde nicht mal seinen Hut. Suchst du Ärger? Unter vielen Leichen. Das ist sicherlich giftig. Oh! Entschuldigung. Wer weiß das schon? Nicht so schnell, Plätze. Hey. Ups. Meine Großmutter hat mir von Schmiedejungen erzählt. Mutant. Goldemar, trinkst du ein Gläschen mit? Die schimpfen mich immer noch Mutant, ob ich denen so viel geholfen habe, weißt du? Komischen Menschen. Und stopp, halt. Langsam. So. Warte mal, kann man da reingucken? Nee. Jemand zu Hause? Muss wohl auf der Jagd sein. Na super. Darf ich den jetzt während der Jagd aufspüren oder was? Die Spur ist frisch. Mislav ist gerade weggegangen. Bin ich mal gespannt, wo ich ihn finde. Da ist er ja. Hallo. Bist du Mislav? Psst. Hörst du das? Wölfe. Wölfe? Nein. Wilde Hunde. Ja. Gefährlicher als Wölfe. Hunde gefährlicher als Wölfe? Wohl kaum. Es stimmt. Weißt du warum? Nein, aber du wirst es mir wohl sagen. Wölfe jagen, um zu fressen. Wilde Hunde töten zum Vergnügen. Genau wie Menschen. Ja, sie haben viel von uns gelernt. Warum nicht auch Grausamkeit? Stimmt. Na denn, kommen wir zum Geschäftlichen. Ich bin eher Großwildjäger. Die Nilfgaarda, die der Greif getötet hat. Wo hast du sie gefunden? Ah, verstehe. Du bist ein Hexer. Der Monsterschlechter, von dem sie im Dorf reden? Ich zeig's dir, sicher. Aber ich muss diese Köter töten, bevor sie jemanden verletzen. Hilfst du mir? Falls es dir nichts ausmacht, dir an ihnen die Silberklinge stumpf zu machen. Was? Wieso die Silberklinge? Dann nehme ich Stahl. Sicher. Der Greif läuft ja nicht weg. Nein, aber die Hunde vielleicht. Seien wir leise. Komm. Sind diese Hunde schon länger ein Problem? Seit Anfang des Krieges. Soldaten unterwegs. Vergewaltigen Frauen. Erwürgen sie. Töten ihre Männer zum Spaß. Sogar Kühe schlachten sie. Aber Hunde? Vielleicht ein Tritt im Vorbeigehen. Nicht mehr. Und die Streuner bilden dann Rudel. Sie sind ausgehungert, nur Fell und Knochen, dazu räudig. Aber sie sterben einfach nicht. Weil sie schlau sind. Schlauer als zu spät. Noch ein Angriff. Komm schon. Holla. Vielleicht. Sorry. Ich mag eigentlich Hunde. Naja, es hilft nichts. Wilde Tiere muss man halt mal, ne? Was ist das hier jetzt?
Dieter. Dieter? Du kennst ihn? Wir haben zusammen im Herrenhaus gedient, wo jetzt die Armee der Schwarzen lagert. Er war Stallbursche, ich Jäger. Aber das war bevor... Jedenfalls ist es lange her. Es war wovor? Es war wovor? Bevor sie mich aus dem Dorf vertrieben haben. Was hast du gemacht? Nichts. Ich bin ein Sonderling. Tut mir leid, ich möchte nicht drüber reden. Wieso hat er spitze Ohren? Ich bin auch ein Sonderling. Ja, aber von anderer Art. Wenn es Lykanthropie ist, kann ich helfen. Was? Lykanthropie, Werwölfe. Ich hatte schon einige Fälle. Meistens ist es ein schlichter Fluch, der... Florian, der Sohn des Herrn, und ich liebten uns. Dieter hat uns im Stall überrascht. Mich haben sie verjagt. Florian hat sich aufgehängt. Der Herr begann das Saufen und das Gut verfiel. Jetzt weißt du es. Es tut mir leid. Ach, ist schon lange her. Ich wollte dir zeigen, wo ich die Nilfgaarder gefunden habe. Komm. Na dann los. Der Greif. Weißt du etwas über ihn? Jo, Fertigkeiten. Charakterstufen. Wenn du eine gewisse Anzahl an Erfahrungspunkten gesammelt hast, erreichst du die nächste Stufe. Du erhältst Erfahrungspunkte für das Töten von Monstern und Abschließen von Quests, das ist klar. Charakter-Fertigkeitenpunkte. Wenn du eine Stufe aussteigst, erhältst du Fertigkeitenpunkte. Die Punkte kannst du einsetzen, um neue Fertigkeiten zu erwerben oder die Fertigkeiten zu verbessern, die du bereits besitzt. Jo, check. Die Farbe einer Fertigkeit zeigt an, zu welchem Fertigkeitsbaum sie gehört. Wähle mit L die Fertigkeiten und drücke dann X, um sie zu entwickeln. Schneller Angriff, starker Angriff, Verteidigung, Meisterschütze, Kriegstrance. Das Landen von Treffern im Kampf erzeugt Adrenalinpunkte. Je Adrenalinpunkt erhöht den Waffenschaden um 10%. Gestattet die Verwendung einer leichten Armbrust. Yay, ich mag Armbrust. Drücke dann X, um zum Entwickeln, aber ich kann nicht X drücken. Gott, ist das dunkel. Oh, kann ich noch gar nicht. Was ist das hier? Gott, ist das dunkel. Du hast dein Mutagen gefunden. Verwende es, um deine Fertigkeiten zu verbessern oder einen besonderen Trank namens... Mutagen absurd herzustellen. Öffne das Charakterfenster, um mehr zu erfahren. Oh, nicht viel. Ja. Mutagene. Positioniere Mutagene auf den entsprechenden Plätzen, um einen Bonus auf deinen Charakterwerte zu erhalten. Ach, das war das Ding von gerade eben. Ups. So. Nicht zu meiner Du aber zu seiner. Schon deine Überlebensinstinkte sollten dich aufpassen lassen. Ich gehe leise durch die Wälder. Mich hört und sieht kein Greif. Halt, da ist eine Blume. Brauche ich. Weiter. Lauf. So, ist noch weit. Schön durch den Wald hetzen. Hier war's. Einer lag dort, beim Stumpf, ohne Kopf. Ein anderer hing vom Ast, ausgeweidet. Gedärme reichten bis... Pass gut auf dich auf. Ich komme schon zurecht. Das ist nicht der erste Greif, mit dem ich zu tun habe. Wird wohl auch nicht der letzte sein. Hoffentlich hast du recht. Was, das noch mehr kommt? Jetzt Weidmanns Heil. Jo. So, untersuche mit Hilfe der Hexersinne die Stelle.
Der Boden ist schwarz, gesättigt mit Blut. Die Nilfgaarder haben gefeiert. Der Greif hat sie gestört. Tja, hättest du wohl nicht feiern sollen. Ein Lager? Kommt raus, kommt raus. So. Ach, die sind auf der Schlucht. Dann können die mir ja nichts. Denke ich. Hoffe ich. So, sammle ich hier noch schnell das Kräutchen. So, dann müssen wir hier noch schnell ein bisschen untersuchen. Wahrscheinlich haben die Wölfe hier irgendwas mitgenommen. Ja. Irgendeiner hing auf irgendeinem Ast, hieß es. Was soll ich denn hier bitte noch suchen? Das da. Na komm. Diese Spuren sind älter und tiefer. Schwer gepanzert. Wohl Nilfgaarder. Wer weiß, wo die hingehen. Nein, ich möchte nicht schnell reisen. Kann ich da runter? Jo. Ja, und dann? Hoch. Oder was? Pflanze. Geht das hier lang? Nee. Dann doch gesprungen. Das Greifennest. Oder was davon übrig ist. Oh, die haben ihn aufgescheucht. Die Leiche ist ein paar Wochen alt. Der Mann hat noch gelebt, als der Greif ihn hergebracht hat. Ein langsames Sterben. Ein toter Greif. Das Weibchen. Die Maden in ihren Wunden sind schon geschlüpft. Ist mindestens seit einer Woche tot. Der andere Greif muss ein Männchen sein. Dicker Schaft, dichte Fahne. Ein Königsgreif. Königsgreif? Abgenutzte Schnabelspitze, graues Haar im Fell, 10, 12 Jahre alt. Greifen finden sich zu Paaren zusammen, wenn sie jung sind. Das Männchen muss etwa das gleiche Alter haben. Tiefe Schnitte am ganzen Körper, kein Tropfen Blut am Schnabel und an den Klauen. Hat sich nicht verteidigt. Müssen sich angeschlichen haben, als es schlief. Entweder das oder sie hat gebrütet. Das erklärt, warum das Männchen, dem ich begegnet bin, so aggressiv war. Er hat erst die Nilfgaarder hier im Wald gejagt und dann angefangen, durch die Gegend zu stromern. Okay. Nun gut, Freunde, dann würde ich sagen, sehen wir uns... Oh je, Kampfvorbereitung. Unterschätze niemals deinen Gegner. Diese Regel aus gutem Grund das Kernstück des Hexerkodex. Angemessene Vorbereitung hat schon manchem Hexer das Leben gerettet. Du solltest... Tränke und Öle brauen oder Handwerk aufsuchen, ehe du dich in den Kampf stürzt. Bei Waffenschmieden bekommst du Schwerter, während Rüstungsschmiede Rüstung anfertigen. Vor starken Gegnern solltest du einige Nebenquests abschließen, damit du Erfahrung gewinnst, deinen Charakter weiterentwickeln kannst und deine Chancen steigerst, den Kampf zu gewinnen.
Ja, aber das machen wir alles das nächste Mal. Bis dahin wünsche ich euch was. Macht's gut und tschüssi.